Wir sind heute hier im Bahnhofsgebäude von Zürich und interviewen den wunderbaren Buchautor, Filmemacher, Cutter, Regisseur und Maler, die Liste hört gar nicht mehr auf, Clemens Klopfenstein. Herzlich willkommen. Danke. Ciao. Ich als Agentin habe natürlich ein bisschen recherchiert und habe in dein Leben reingeschnuppert und recht viel Interessantes erfahren, und zwar zum einen einmal, dass ja nicht nur die Filmmacherei und die Malerei deine Leidenschaft ist, von dem her man dich eigentlich kennen könnte oder sollte, sondern jetzt auch neu die Schriftstellerei. Was ist denn jetzt deine größte Leidenschaft oder wie bist du dazu gekommen, dass du so ein großes Spektrum an verschiedenen Talenten entdeckt hast? Die größte Leidenschaft ist, schöne Frauen anzuschauen. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt hier bin, für dich, Clemens. Schauspieler zu suchen, innen zu suchen. Und das ist natürlich wunderbar. Ja, das ist jetzt, aber ich mache gerne so ein bisschen, aber es stimmt auch. Smalltalk, ja, aber das ist wunderbar. Also ein bisschen Smalltalk, das lockert das gleich ein bisschen auf. Du weißt ja, ich habe den letzten großen Film, habe ich mit Ursula Andres gedreht. Die ist auch nicht schlecht visuell. Das stimmt allerdings. Ja, aber jetzt kompliziert bei mir, ich rutsche so einfach in Sachen rein. Ich habe ja gegen meinen Willen meines Vaters habe ich Malerei und Zeichnerei studiert. Dann hat er aber immerhin gesagt, ich soll noch Kunstlehrer werden, damit ich einen anständigen Beruf hätte. Das habe ich zum Glück gemacht. Und nachher habe ich bin ich in die Filmerei reingerutscht, weil ein Freund von mir damals macht den Film, hat er keinen Kameramann, hat er gesagt, du bist doch visuell, also mach das Zeugs mit der Polex noch damals, und das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich Zeichnungen gemacht für einen historischen Film, wo ich dachte, den kann ich ja nie machen. Und da kriegte ich das große eidgenössische Kunststipendium. Und weil ich viele Schatten hatte in diesen Bildern, hat der Chef der eidgenössischen Kunstkommission gesagt, Ruinen will ich sagen, Ruinen mit Schatten. Und hat er gesagt, ja, der muss nach Rom, weil die Schweiz hat ein wahnsinniges Ding, eine riesen Villa. Und da konnte ich dann 2 Jahre nach Rom, und dann war es geschehen um mich. Ja. Dann war ich in Rom und habe dann viel gemalt, aber dann kam ich auch rein, weil es gab ein neues Filmmaterial von Kodak. Und dann bin ich nächtlicherweise in Rom rumgelaufen, wo es richtig ruhig war, und habe die ersten Aufnahmen gemacht. Und das gab dann meinen großen Film Geschichte der Nacht. Genau, mit den Nachtaufnahmen, das sind ja mehrere Nachtaufnahmen zu einem Film dann zusammen geschnitten worden. Es ist nur eine Poesie, es sind nur Bilder, die alle 20 Sekunden lang gehen, und wir konnten dann dank ZDF ein Jahr lang in allen europäischen Städten einfach von morgens 2 Uhr bis morgens 5 Uhr, wo sie ganz leer waren damals noch, einfach herumstehen und schauen, was so, wie das so ist. Und das war eine ganz tolle Geschichte für uns. So richtig faszinierend, eben das Leben erzählen, nur anhand von Bildern, ohne groß Text dahinter. Ja, und dann ging es weiter, dann war das ein Riesenerfolg an der Berlinale, und dann konnte ich gleich den Nachtzugfilm machen, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Der läuft ab und zu auch in Wien wieder. Und so, Hommage an Wien, die Wiener sind die Größten und so, das Filmmuseum. Genau, das freut natürlich die Wiener Agentin Evelyn besonders, wenn sie so Komplimente bekommt. Im Film ist immer ein großes Thema gewesen, Malerei, aber wie, genau, aber... Ja, ich mache ja Filme ohne richtiges Drehbuch, und da kommt dann irgendwie einer vor, und der ist manchmal Maler, oder, also wie ich und so. Das hat sich dann so daraus ergeben, oder? Aber das ist jetzt besonders spannend, ohne Drehbuch, und trotzdem hast du jetzt irgendwie die Faszination zur Schriftstellerei gefunden. Wie ist das gekommen? Weißt du was, es ist nämlich so... wenn man Filme drehen muss, niemand muss, aber es ist so, dass man trotzdem etwas schreiben muss, wenn man etwas Förderung will, oder? Und also gut, dann schreibt man sich was runter, und ja, ich bin nicht für den Lärm zuständig. Nein, das sind die Special Effects im Hintergrund, das gehört alles dazu. Das ist der Bahnhof und so. Und das ist der schönste Platz der Schweiz für mich, hier an dieser Ecke, hier zu sehen und halt auch hören und und so ein bisschen Weißwein zu trinken. Gell? Genau, das ist für unsere Zuschauer vielleicht auch noch ganz interessant zu erfahren, warum wir hier stehen. Eben wie gesagt, das ist so dein Lieblingsplatz, deswegen haben wir diese Location auch ausgesucht. Am einer der heißesten Tage vom Jahr mit 36 Grad hast du dich daher bemüht zu uns. Freut uns natürlich sehr. Hat mich gefreut. Aber jetzt nochmal zurück zum Buch eben. Ja, das hat sich dann so ergeben, also ich habe viele Drehbücher geschrieben, die ich dann nicht verfilmte, sondern wenn das Geld kam, habe ich dann gemacht, was ich wollte. Das war auch besser so. Ich habe fast alle meine Filme sind improvisiert, außer gerade, sagen wir mal, Tatort oder sowas, da habe ich auch gemacht, oder? Und so, und, aber das macht schon Spaß zu improvisieren, vor allem auch mit Freunden, die einfach wissen, irgendwie, wir sprechen uns schon ein bisschen ab, oder? Aber ich kann mit denen hier im Bahnhof drehen und die wissen, sie gehen dahin oder sagen das oder das oder das oder so. Und das funktioniert auch mit Schauspielern, die eben dir nicht so nahe sind? Ja, es hat sogar mit Bruno Ganz funktioniert und so, also Matthias Gnädinger und so weiter. Also es ist schon toll eigentlich, weil die Leute haben ja Lust zu spielen, oder? Und dann sage ich immer, ich sage nie Stopp oder Klappe oder irgendwie Schnitt. Ich mache bis, sage ich mal, die Kassette fertig ist, dann sage ich was. Aber vorher könnt ihr spielen, solange ihr wollt. Und das bringt manchmal Zeugs raus. Das macht dich vielleicht so auch zu besonderen Filmemacher, prägt dich ja, so. Es spricht sich ein bisschen rum, dass ich ein besonderer Filmemacher bin. Genau, das macht dich so einzigartig, denke ich. Eben jetzt nochmal zu deiner Schriftstellerei. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir da sind jetzt, auch wenn es noch so spannend ist, über deine Filme zu sprechen. Jetzt dein aktuelles Buch. Ja, das aktuelle Buch ist erst im Kommen. Aber das Buch, das du wahrscheinlich meinst, ist Schwein gehabt. Genau. Immerhin kommt in die 4. Auflage und so weiter, mit einem wunderbaren Vorwort des großen Chefkritikers des Schweizer Films, wiederum natürlich, aber das ist eine schöne Geschichte. Mhm. Aber dieses Buch musste ich einfach schreiben, weil es ist eben so, wenn man ein Drehbuch schreibt oder so, irgendeiner redet einem irgendein Redaktor, Kommission und so immer wieder rein. Und ich hatte die Nase voll. Und dann wurde ich eingeladen nach Berlin, ja, DAAD, Stipendium und so weiter und so fort. Und dann war ich in Berlin und habe plötzlich gesagt, wow. Und ich lebe eigentlich seit 30 Jahren in Umbrien, in Rom, oder? Also vor Rom. Und, dann ist es mir aus der Hand gelaufen. So habe ich, das war der erste Computer, den ich hatte. Und dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich endlich in Berlin. Wieso? Ich Idiot vielleicht, sage ich mal, in diesem langweiligen, aber wunderbaren Landschaft bin. Oder? Wo ich viele Filme drehe auch. Gell? Also es war sehr kompliziert und dann muss ich jetzt das doch erklären, weil ich habe da ein großes Haus in einem Städtchen, das ist mein Glück. Und viele Freunde kamen dann auch wegen mir und haben dann aber so Ruinen gekauft auf den Hügeln und die wunderbar renoviert und so, und das waren alles Künstler und die haben die Kreativität in die Häuser gesteckt anstatt in die Bilder, und jetzt sind sie arm geworden. Und jetzt haben kaum, was sage ich mal, sie sind alle weg, weil sie können nicht überleben. Und sie haben mir alle die Schlüssel gegeben für Notfälle, Wasser und so weiter, Wassereinbrüche und so. Und aus diesen Schlüsseln, sage ich mal, habe ich diese Storys einfach, es war eine Wellenbewegung des Künstlertums, Schweiz, Deutschland, Österreich, glaube ich auch noch. Und jetzt sind alle weg. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was mache ich jetzt mit den Schlüsseln, und jetzt habe ich so aus all diesen Häusern, sage ich mal, und Hügeln, habe ich so eine verrückte Geschichte langsam so es war nicht geplant, das kam einfach so. Eben viele Talente verborgen, also die Malerei. Das muss einfach sein. Und wo liegt jetzt dein Herz? Also wie würdest du dich bezeichnen? Das hat auf der Homepage so interessante Aussagen wie auf einer Vernissage sagst du bist Filmemacher, beim Filmset sagst du bist Maler. Selbsthilfe, bei Vernissage sage ich bin Filmer, bei Filmen sage ich bin Maler, ja. Ja, das Herz liegt überhaupt, dass ich da bin noch, dass ich lebe. Ich habe gerade 4 Filmerfreunde verloren, und auch in meinem Städtchen, meine ganz gute Freunde, das ist nicht eine lustige Geschichte. Also wenn schon Herz, dann liegt es bei dir zum Beispiel. Darf ich schnell? Ein Gläschen Wein für, ja. oh, das ist frech, was ich mache. Interessant ist vielleicht nämlich noch die Liebe auch zu einem guten Glas Wein, oder? Das ist ja auch, ja, gehört dazu. Es frischt die Stimmung einfach immer ein bisschen auf, schmeckt gut. Gibt es da so einen bestimmten Wein, den du besonders gern hast? Der grüne Veltliner. Aus Österreich. Das freut mich natürlich sehr. Ja. Und sonst italienische Weine, also so ja, als Italien? Wir sind jetzt leider in eine Weinzone reingerutscht, also ich bin ja schon lange dort und die haben eine alte Traube wieder noch knapp gefunden, eine heilige Traube von Mönchen, und das ist eine Traube, die macht Rotwein, schweren Rotwein, der heißt Sacrantino, der läuft jetzt in der ganzen Welt rum, das ist ein riesen Business, aber der ist irgendwie 17 Grad oder sowas, also ich kann den nicht trinken. Und was ich jetzt trinke, ist Südtirol oder eben doch fast Österreich. Wunderbar, das freut mich natürlich sehr. Ich glaube, der Wein ist da. Eben wie gesagt, neben seinen Filmen, die er schon gemacht hat, neben auch dem Buch, das er rausgebracht hat, hat er auch einen aktuellen Film gerade am Laufen. Und das interessiert uns natürlich sehr, worüber der handelt, wie da momentan wie es da momentan vorangeht, wo der Film gerade steht. Natürlich auch aktuelle Malprojekte, die bei ihm anstehen. Es sind noch viele Fragen, die wir da gerne beantworten lassen von ihm. Und nachher gönnt sich vielleicht auch die Agentin noch ein Gläschen Wein. So, jetzt mal zum Wohl. Prost. Salute. So lernen wir dich jetzt mal richtig kennen. Ja, mein Clemens. Standort, Stehplatz in der Schweiz. Oder? Genau, wunderbar. Kann es schöner sein bei... Ja, ist doch toll. Und man sieht so viele Leute. Es ist super. Das ist vielleicht... Ich meine, da machen wir gute Gespräche hier, so nebenher. Ja, ja. Und vielleicht auch inspirierend, also die Sachen, die man da sieht. Klar. Jetzt habe ich vorher gerade schon ein bisschen angetönt, du hast ja auch einen aktuellen Film gerade am Laufen. Um was geht's da? Wie weit sind da eure Arbeiten? Ja, es ist verrückt. Es ist sehr kompliziert jetzt. Es sind 3 Projekte, die laufen. Eines ist die momentan nur schreiben, heute Nacht geht es weiter, nach der Vernissage und so. Und dann habe ich einen, der habe ich eben gerade gesehen, das ist ein Film über meine Filme, da bin ich auch dabei. Und einer ist zur Hälfte fertig und jetzt suche ich noch Leute. Und den produzieren wir eben dauernd, also mit meinen Kindern. Ich habe 2 Söhne und einer ist beim Film, also will zum Film. Ich war dagegen natürlich, oder so. Es war nichts zu machen. Im Moment ist er leider in Vancouver, das ist etwas weit weg. Aber der schneidet die Filme in der Nacht in Vancouver. Weißt du? Ja, man kann das halt. Das heißt, er ist nicht Schauspieler, er ist hinter der Kamera? Nein, er ist Schauspieler. Er wollte es nicht sein, aber er war, als er ganz klein war, war er mit Bruno Ganz im Film. Und jetzt war er der Jesus mit Ursula Andres. Das ist der Sohn Lukas. Mhm. Du hast das vielleicht auf der Website gesehen. Ursula Andres als Madonna, ja. Und er ist oh, wow. Lukas. Also eine sehr talentierte Familie. Ja, ja, ja. Und vielleicht ganz kurz noch zu dem Film, das du vorher schon erwähnt hast, die Zusammenschnitte aus deinen ganzen Filmen, ist vielleicht für unser Publikum auch noch ganz interessant. Ja, also den habe ich jetzt gerade gesehen, also eine Preview. Mamma mia, es ist natürlich verrückt. Also ich meine, ich mache seit 40 Jahren mit den gleichen Schauspielern mehr oder weniger Filme, und zwar immer so Ehe- und Beziehungsscheiß, oder? Aber es sind immer die gleichen, weißt du? Aber das ist ein wichtiges Thema, oder? Also ja. Ehe, Beziehung, Liebe. Ja, ja. Und jetzt hat dieser Mensch, ich bin nur indirekt beteiligt an dem Film, weil ich sie schon gemacht habe, aber der macht jetzt diesen Trailer von 80 Minuten über meine Filme, und also es fliegt einem alles um die Ohren. Also. Das muss man sich mal vorstellen, also 80 Minuten lang wirklich alle deine Filme durchaus. Und das wird heftig gestritten, geliebt, geküsst, geknallt und alles kommt vor. Ganz spannend. Die gleichen Schauspieler. Und wo kann man den dann sehen, oder wie kommen unsere Zuschauer an unsere... Das sind jetzt schon 3 Festivals interessiert natürlich und so weiter, also es kommt. Aber wir lassen uns ein bisschen Zeit, weil wir haben ein Problem, meine Uroriginale sind in der Cinemathek Lausanne in Kühlschränken eingefroren im Moment. Okay. Und die kann man nicht so schnell alle rausnehmen, weil wir werden jetzt alle Filme sogenannt scannen. nicht digitalisieren. Digitalisiert sind sie schon, aber jetzt muss noch besser sein natürlich, scannen. Oder? Was ist das? Kann ich mir gar nichts darunter vorstellen? Ja, aber ich kann es auch fast gar nicht mehr vorstellen. Sorry. Nein, also digitalisieren ist, du lässt den Film laufen und nimmst eine Digitalkamera und die filmt das ab. Mhm. Dann gibt das digital, irgendeine Kassette, was der da drin hat, da drüben, was weiß ich doch. Und Scannen ist, jedes Bild wird einzeln abgetastet. Also 24 Bilder pro Sekunde. Ja. Und die Österreicher sind billiger als die Schweizer natürlich. Jetzt hat die Cinemathek Lausanne ein bisschen ein Problem, weil die wollen die Filme nicht ins Ausland senden. Ah, okay. Ja, das heißt jetzt doch Schweizer Produktion. Schweizer Preise und jetzt halt so. Ja, aber das freut doch auch die Schweizer Filmindustrie, wenn wir da... Ich bin ja nicht dagegen, ich bin ja so aufgewachsen. Ich bin zur Schule gegangen und dachte, ich komme zum Film, was ich dann auch noch kam, und ging in den Sommerferien immer in ein Filmlabor. Also ein Ferialjob, den du da... richtig so, als Stagiaire, wie man dem sagt. Und dort habe ich dann wirklich ein bisschen mitgekriegt, wie das eigentlich geht. Und dann, aber ich war Gymnasiast, also ich habe alles Mögliche studiert müssen. Und dann waren die Techniker aber von mir sehr begeistert und ich war der Erste, der das neue Kodak-Material überhaupt benutzte, in der Nacht, ohne künstliches Licht. Und dann haben sie mich, also es ist eine Wahnsinnsgeschichte, das ist ein Riesenlabor gewesen, und dann haben die mir gesagt, sie können das nur in der Nacht machen, weil dieser Film muss ganz langsam entwickelt werden, durch den Tag muss die Maschine laufen, ist auch sehr teuer, wir können nicht runterschrauben und so weiter und so. Dann haben die um 6 Uhr, haben die meine Filme hinten eingespannt und dann runtergefahren und die Suppen, wie man so sagt, etwas hochgewärmt noch, Entwickler fix und alles so. Und dann wurde ich eingesperrt ins Labor. Eingesperrt? Ja, eingesperrt. Ich konnte schon raus, noch was. Aber ich habe gesagt, du bleibst jetzt da und schaust zu den Maschinen, weil das war nicht so einfach. Das wusste ich schon Bescheid, oder? Dann war ich einfach irgendwie von 6 Uhr bis morgens um 5 Uhr war ich alleine und habe geschaut, wie langsam meine Filme, meine Nachtfilme vor allem, wie die da so hoch und runter und hoch und runter. Und was dann im Endeffekt rauskommt dabei, aber das ist noch spannend. Da war es nur schwarz wieder. Nein, aber es gab dann schon doch Ecken oder irgendwie Teile, die waren dann sehr schön, oder? Und eben, das habe ich ja erzählt, jetzt ist dieser Film gerade im Centre Pompidou gelaufen. Ich komme gerade aus Paris und so, und im großen Saal, und man kann ihn wirklich anschauen. Er ist sehr schön, sehr poetisch und pastellig auch, das gefällt mir. Wunderschön, da sind wir gespannt drauf, wenn es dann in die Schweiz kommt und wir das dann auch sehen können. Gibt es da vielleicht... Ich komme zuerst nach Wien natürlich. Nach Wien, ohne die Schweiz, wir sind ja da international tätig. Nach Linz, nach Graz oder was auch immer. Da gibt es ja die Diagonale irgendwo, die haben ja auch Freude gehabt an mir manchmal. Also Österreich hat sicher sehr Freude an dir, Clemens. Eben, das sieht man, es ist nicht nur die Malerei, es ist nicht nur das Filmbusiness an sich, sondern auch die technische Seite, die bei dir ist, die Schriftstellung. Ich bin immer auf der neuesten Fassung. Oder? Zum Beispiel, jetzt habe ich einen Moment, ich muss aufmachen, das ist meine neueste Kamera, das geht ja, da war ich in Venedig. Oh, wow. Ich habe einen Film gemacht mit dieser Kamera, das war der Abschlussfilm von Venedig, im großen. Mit dieser Kamera, zeigen wir sie vielleicht mal. Das ist meine Lichtmaschine. Wenn wir es vielleicht mal fürs Publikum zeigen, ja. Fürs Publikum, mit dieser Kamera hat er einen Film gedreht und das ist die Lichtmaschine. Abschlussfilm von Venedig. Also beeindruckend, mit wenig technischen Mitteln eigentlich. Man braucht nicht riesige Equipen, das ist ja auch sehr angenehm, dass ihr nur zu zweit seid, oder? Ja, wir Agentinnen agieren immer ein bisschen lieber versteckter und nicht zu pompös und auffällig. Ich sage immer, eine Equipe und die Schauspieler müssen Platz haben in einem Ford Transit. Dann kann man sich nicht verfahren. Auch wenn man am falschen Ort ist, sind alle am falschen Ort. Das ist richtig, ja. Und dann kann man dort drehen, notfalls. Ja. Und es ist eigentlich Vorbildwirkung, denke ich, für viele Filmemacher. Weißt du, sobald du zwei Wagen hast, ist einer immer an dem falschen Ort. Oder im Blickfeld auch oder so, weißt du. Mama mia, als ich den Tatort drehte, hatten wir 30 Ford Transit, weißt du, Schweizer Fernsehen, wenn sie in einem Tal, mit einem kleinen Sträßchen. Jetzt konnten wir am Morgen, haben wir zuerst diese Seite des Tales gedreht, dann gab es Mittagessen, dann wurden alle vor Transit auf die andere Seite gefahren, dann haben wir die andere Seite gedreht. Weißt du, Schnitt gegen Schnitt, davor vorgeschrieben, Kommissär hier, Mörder da und so weiter. Also, es war grauenvoll. Und da hast du nichts machen können und sagen, ja, ich nehme jetzt meine kleine Kamera und... Ja, sie haben mir das an sich angeboten, aber der Tatort ist natürlich schon, wenn du das selber... Ich bin ja ein kleiner Produzent, da hatte ich Angst, also sind ja 2 Millionen, gell? Und wenn du da dann alleine drin hängst, es war ein Fehler, es wäre bestens sogar gekommen. Obwohl er hatte die höchste Einschaltquote von der schweizerischen Tatorts. Wow, das habe ich gar nicht gewusst. Wie Albtraum. Albtraum, also noch ein Film, den wir, oder ein Tatortsteil, den wir uns unbedingt ansehen müssen. Ich habe Bonavista soeben gekauft und so. Also, es ist ein verrückter Film. Es sind Banker und Käsemacher, die natürlich Schwarzgeld und so in alten Militärbunkern im Gotthard verstecken. Genau, davon habe ich gelesen in meinen Recherchen. Das ist ganz spannend. Ja, das ist ein gutes Thema. Und vor allem für die Zürcher Bankenwelt auch hier ja, sehr brisant. Gerade wieder, jetzt war es sehr aktuell jetzt gerade. Ich enthalte mich da meiner Meinung. Ich auch. Und jetzt nochmal zu Ihrem aktuellen Film. Eben, wann kann man damit rechnen, dass der zu sehen ist, in die Kinos kommt? Sind. Nein, es gibt ein bisschen Probleme. Wir gehen jetzt heimlich nach Locarno. Also der Hauptmensch da, der das macht. Und ich bin ja auch in Locarno, dann machen wir heimlich in Locarno in Hotelzimmern nochmals Previews und dann geht es dann weiter langsam. Und da unser großes, schönes, wo ich seit 50 Jahren dabei bin, nationales, wir haben doch auch ein gutes Festival, die Solothurner Filmtage. Und ich bin seit 0 dabei, immer dabei. Und auch im Vorstand irgendwie, oder? Ja, keinesfalls, nur in der Kneipe. Nein, Vorstand, um Himmels Willen. Nein, aber jetzt gut, jetzt werde ich ein bisschen gefragt und so. Und ich nehme an, da ist dann alles aufgetaut und dann haben wir es im Griff oder so. Ja, das sind wir schon gespannt drauf. Und worum es geht ein bisschen? Also kurz können, oder wollen Sie das noch nicht? Nein, es ist diese Ehegeschichte. Und der Film heißt im Moment Irgendein Klopfenstein. Irgendein Klopfenstein. Entschuldigung. Weil die Sonntagszeitung, die da gleich da drüben ist, die größte Sonntagszeitung der Schweiz, ich habe einen Schauspieler, der heißt Max Rüdlinger, der beklagt sich immer, dass er nicht gebraucht wird und hat ein Buch geschrieben, Jammer, 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 Jammer. Und das hat dann der Chefkritiker der Sonntagszeitung gelesen und hat eine Kolumne gemacht und am Schluss hat er gesagt, Max, gib nicht auf, Doppelpunkt, irgendein Klopfenstein wird dich schon entdecken. Und das ist jetzt der momentane Titel. Ich weiß nicht, aber ja, ich will mich nicht so aufblasen, aber es ist so. Aber es klingt interessant auf jeden Fall. So, und jetzt nochmal vielleicht zu deinem aktuellen Buch zurückzukommen. Das ist ja ganz spannend, auch woran du da schreibst. Kannst du da schon ein bisschen erzählen, worum es da geht? Es ist so, ich habe ja einige so Artikel geschrieben über die Filmwelt und alles Mögliche. Ist schon oft publiziert worden und ich will auch nicht unbedingt einen neuen Krimi oder sowas schreiben, weil dieses Umbrien-Buch ist eine Urgewalt gewesen, die einfach rauskam aus mir. Und das ist okay. Das ist mein Buch. Das andere ist jetzt so, jetzt will der Verleger, der ist gerade in der Ambulanz vorbeigefahren, glaube ich. Der will unbedingt ein zweites Buch. Jetzt ist es so, na ja, und ich habe ja schon einen, wie soll ich sagen, ich habe mehrere Artikel geschrieben und einer davon heißt, als ich meine Filme stahl. Und stahl. Und das stimmt auch. Und der ist schon ziemlich rumgegangen. Und so wollte er das Buch nennen und so wird es vielleicht auch benannt. Aber ich mache da eigentlich mehr nur noch so Artikel rein, aber ich nenne es jetzt neu, weil wir haben eine wunderbare Frau in Solothurn als Direktorin. Ja. Und jetzt habe ich mich entschieden, ich nenne es Brief an Serena. Sie heißt Serena, oder? Wunderschöner Name. Okay. Und da kann ich alles reinmachen. Zuerst kommt wirklich ein Brief und dann kommt noch alles Mögliche. Und es wird ein bisschen lockerer, weißt du? Ich muss mich ein bisschen runter Also 3 Filme, ein Buch und dann habe ich eine Wahnsinns-Fotoausstellung gehabt jetzt gerade. Das war ein Riesenerfolg und die geht jetzt auch weiter und es ist, ja, ich habe genug zu tun eigentlich. Wollte ich gerade sagen, wo nimmst du denn die Zeit her? Also das ist Wahnsinn mit Film, Buch, Familie dann noch, die Malerei nachher gleich zu einer Vernissage. Ja, 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 das ist ein Freund, da habe ich glaube ich nichts zu tun, als irgendwie vielleicht noch etwas zu denken. Ja, wo nehme ich die Zeit her? Die Zeit, 24 Stunden pro Tag, oder? Jeder hat so viel Zeit. Nein, es ist schon so, ich bin einfach grundsätzlich so ein kreativer Mensch halt. Ich kann ein Lebemensch. Ich kann nicht stoppen, irgendwie, auch am Sonntag nicht. Das ist gut, so für uns ist das gut, da kriegen wir noch mehr zu sehen und zu hören von dir. Ja, wenn du willst, ja. Und so freizeitmäßig zum Abschalten, was machst du da? Gibt es Freizeit überhaupt für dich? Da kann ich jetzt Folgendes sagen. Ich bin ja in Umbrien, in einem Kleinstädtchen, wunderbares, etruskisches, römisches Kleinstädtchen und lebe direkt an der Piazza und das Kleinstädtchen ist jetzt der höchste Punkt der Lebensqualität in Italien geworden. Nach statistischem Amt. Wow. Das hat jetzt dazu geführt, dass wir 16 Weinkneipen haben. Es ist eine Art wie, war auch ein bisschen ein Plan der Region Umbrien, sie wollten ein Heurigenviertel machen. Und ja, und das ist jetzt unser Heurigenviertel und ich wohne einfach 10, also wenn ich rausgehe, geht es 10 Meter, das ist die erste Kneipe, die zweite, die dritte, alle sind meine Freunde, es ist eine Katastrophe und da schalte ich schon ab. Aber es ist wunderbar, das heißt so dein Herz ist eigentlich, ja. Weil du kommst ja aus Bern, ja, dein Herz... Ja, klar, aber vor 500 Jahren sind meine Vorfahren eingewandert, wahrscheinlich aus Italien, jetzt wandere ich wieder zurück. So ist es schön. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Genau, also ich finde auch, du hast jetzt noch einige Termine heute, also ja. Wie vorher schon gesagt, von Paris hergeflogen, gleich nachher zu einer Vernissage, jetzt kurz da das Interview. Prost! Danke für deine Präsenz. Gerne, das machen wir Agenten natürlich immer gerne. Ja, ganz spannendes Interview gewesen. Wir freuen uns auf deine nächsten Filme, auf diesen 88-Minuten-Film. Ja, Uraufführung in Wien. Sehr schön. Schweizer und Österreicher freuen sich drauf. Ja, und ich wünsche dir noch sehr viel Erfolg weiterhin und eine wunderbare Vernissage heute Abend. Und vielen Dank fürs Zuhören.